Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Ni no Kuni 2. So, meine Lieben, ich habe hier so einen Stein gefunden. Aus dem Obelisken ertönt eine Stimme. Heute bitte ich, morgen schick dich, übermorgen ein Geschenk, ich erwart. Bring mir diesen, na du weißt schon, einen Pilz, der einem bei der Zubereitung immer aus den Händen flutscht. Der einem beim Zubereiten immer auf... Ein Schmierling wahrscheinlich. Wenn der immer aus den Händen flutscht, wird es wahrscheinlich ein Schmierling sein. Du opferst dem Obelisken einen Schmierling. Genau, genau. Und du hast es erraten, dankend erhalten. Ach Gott. Aus dem Obelisken ist ein Gnuffi erschienen. Funguffi, die Sporen hat sich deinen Gnuffis angeschlossen. Fungnuffi, die Spore hat sich deinen Gnuffis angeschlossen. Oh Gott, wie süß. Wie süß. Ich mag die Gnuffis. Ich habe übrigens gesehen, also das kann man hier in dem Almanach, nee, wie heißt das? Almanach des Wissens. Nee, oder bei der Gruppe? Ach nee, nee, doch hier. Bei den Gnuffis kann man es nachlesen. Es gibt insgesamt 100. Da haben wir eine Menge zu tun. Ich bin allerdings am Überlegen, ob ich mir vielleicht irgendwann das Lösungsbuch zu Ni no Kuni 2 holen werde. Damit ich halt auch einfach für das Let's Play her nicht so viel verpasse oder so. Aber das Problem ist halt noch, dass das Lösungsbuch erst am 15. Mai rauskommt. Ich habe ja hier den falschen noch. Ich muss das noch umwechseln. Also das Lösungsbuch ist, glaube ich, schon draußen gewesen. Dann war es ausverkauft und jetzt kommt es erst am 15. Mai wieder. Aber ich muss mal gucken. Vielleicht werde ich das machen, dass ich mir das dann hole. Dann können wir nämlich auch geheime Sachen oder so, auf die man vielleicht nicht so schnell drauf kommt, könnten wir dann halt auch mitnehmen. Was mache ich hier eigentlich? Wieso laufe ich überhaupt? Ich weiß doch, wie es funktioniert. Huch. Ich kann doch überall hin. So, wir wollen zum Wuffelplatz. Ich meine, ich kann natürlich auch laufen, aber der Weg ist ganz schön weit. Und wir wollen ihn ja jetzt endlich stürzen, den Sixtinius, ne? So, jetzt machen wir ihn fertig hier. Wir machen den Wuffelplatz fertig. Nein, wir machen den Sixtinius fertig. Und die Bürger, die werden geschockt sein, was der hier denen angetan hat. Oh, da seid ihr ja wieder. Und, ist euch am großen Kubikus irgendetwas aufgefallen? Oberst des Orakels Sixtinius, ihr habt nicht nur Nür betrogen, sondern euer ganzes Volk. Jetzt gehst du aber wirklich zu weit. Es gibt doch nicht den geringsten Beweis für solche Anschuldigungen. Oder willst du etwa beim großen Kubikus wirklich etwas gefunden haben? Ihr besteht also auf eure Unschuld. Aber natürlich, ich schwöre beim großen Kubikus, dass ich nie etwas Unrechtes getan habe. Dann soll der große Kubikus auch über euch richten. Ich fordere euch auf, eure Unschuld vor Gericht zu beweisen. Indeed. Oho, eine spannende Idee. Du weißt also schon, dass hierzulande alle wichtigen Angelegenheiten vom großen Kubikus entschieden werden. Steuern, Gesetze oder sogar Gerichtsurteile. Ich bin einverstanden, der große Kubikus soll in dieser Sache entscheiden. Wenn ihr allerdings den Prozess verliert, werdet ihr wegen Verleumdung des obersten Orakels hart bestraft werden. Das ist euch sicher bewusst, nicht wahr? Das ist es. Nun, dann werde ich den Prozess auf dem Wuffelplatz vorbereiten. Ich erwarte euch dann dort. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wirklich der Oberst davon weiß oder also... Ob der Oberst das wirklich alles selbst angeheuert hat oder ob der Minister das macht im Hintergrund, ohne dass der oberste Typ da was davon weiß. Versteht ihr? Nee, ne? Egal. Der Prozess beginnt. Jetzt wird's ernst. Ernst. Roland, ich überlasse das Reden dir. Sure. Es wird mir ein Vergnügen sein.
Okay, dann mal los. Alles ist bereit für das hohe Würfelgericht. Wenn ihr keine weiteren Einwände habt, beginnen wir mit dem Prozess. Das Verfahren soll beginnen. Dann begebt euch auf eure Plätze. Wo sind denn meine Plätze? Ah ja, okay. Hiermit beginnt der Prozess des obersten Orakels Sixtinius. Da das oberste Orakel selbst diesmal der Angeklagte ist, werde ich die Leitung des Prozesses übernehmen. Was ist los? Es gibt einen Prozess? Und das oberste Orakel ist der Angeklagte? Was zum Geier soll das alles? Sag mal, was sollen diese Klamotten? Das gehört sich so vor Gericht. Im Angesicht des heiligen großen Kubikus wird nun die Anklage gegen das oberste Orakel Sixtinius vorgetragen. Die Anklage lautet Verdacht auf Falschspiel. Die Ankläger mögen nun ihren Appell vorbringen. Unter der Führung des obersten Orakels Sixtinius haben sich die Orakulos dieses Landes des Falschspiels schuldig gemacht. Die Würfel, die von den Orakulos benutzt werden, sind mit einem Mechanismus ausgestattet, durch den das Ergebnis beeinflusst werden kann. Es stimmt, dass einige Orakulos sich problematisch verhalten haben, doch es ist absolut abwegig, dahinter gleich eine staatliche Verschwörung zu vermuten. Ich selbst habe natürlich nicht das Geringste mit der Sache zu tun. Eure Vorwürfe sind völlig haltlos und aus der Luft gegriffen. Wenn die Vorwürfe wirklich so haltlos sind, wie erklärt ihr dann das hier? Du legst dem Hohen Würfelgericht das Beweismaterial vor. Das ist doch... Oberstes Orakel, dieses Dokument ist euch offensichtlich bekannt. Sollte es auch, denn es befindet sich eure Unterschrift darunter, unter einem Text, in dem ihr die Herstellung von Mogelwürfeln in Auftrag gebt. Oberstes Orakel, was habt ihr darauf zu erwidern? Ja, ich weiß auch nicht. Ich war nur einen Moment verdutzt, weil ich so ein Dokument noch nie in meinem Leben gesehen habe, geschweige denn unterschrieben. Ich hätte nicht gedacht, dass die Ankläger so tief sinken würden. Denn das ist ganz offensichtlich eine Fälschung. Was haltet ihr davon, wenn wir den großen Kubikus über die Echtheit des Dokuments entscheiden lassen? Das soll mir recht sein. Wir werden nun in Übereinkunft beider Seiten den Schiedsspruch des großen Kubikus empfangen. Eine gerade Zahl bedeutet, dass dieser Beweis eine Fälschung ist. Bei einer ungeraden Zahl ist er echt. Das ist er, der Moment der Wahrheit. Bürger von Goldorado, seht genau hin. Gerade. Na toll. Lady Luck has spoken. Righto, Your Majesty. What is happening? The die. Something is wrong with the die. Which brings us to the crux of the prosecution's case. That Master Pugnacious knowingly manipulated Lady Luck. What? No! Yeah, with this remote control thingy. Juhuhu! Wir haben ihn. Wir haben ihn erwischt. But... Das ist...
Mit diesem Manipulator lässt sich steuern, auf welcher Seite der Würfel des großen Kubikus liegen bleibt. In der Fabrik, in der die Mogelwürfel hergestellt werden, konnten wir ein zweites Exemplar in unseren Besitz bringen. Mit diesem Trick hat das oberste Orakel die Leute um ihr Geld betrogen und Nier um seinen Wald. Sextinius! Wie bitte? Dieser falsche Hund! Und das als oberstes Orakel! Und was habt ihr dazu zu sagen? Er glüht regelrecht. Ich habe das für Goldorados Wohlstand. Goldorado soll das reichste Land auf der... Sieh an. Dein Rückhalt im Volk schwindet. Dann ist es sicher bald soweit. Was? Was ist bald soweit? What's that? It's the Kingmaker, Longfang. He doesn't look happy. Oh, Longfang? Here in the city? But why? Master Pugnacious, your right to rule has been tested and found wanting. My plan is complete. Your king's bond is mine! Und was jetzt? Fulong, der mit dem Feuerspeit. Was? Was ist passiert? Wir sind in einer Zwischenwelt der Leere. Das ist gar nicht gut. Wenn Fulong sich nicht schnell wieder einkriegt, wird das ganze Land einfach darin verschwinden. What? Was? Wir müssen das verhindern. You went wrong there. Ohne das Wächterband ist Fulong nicht mehr er selbst. Wir werden ihm ein paar auf die Schnauze geben müssen, damit er sich wieder fängt. Es wird nicht einfach, diesen Fulong zu besiegen. Mit purem Draufkloppen wirst du nicht weit kommen, Evan. Hast du recht, aber unmöglich ist es nicht. Wenn ein Wächter zum Zerstörer wird, hat er keine Kontrolle mehr über seine gewaltigen Kräfte. Diese unkontrollierbaren Kräfte strömen an bestimmten Punkten aus seinem Körper. Wenn wir uns auf die konzentrieren, können wir ihn besiegen. Evan sollte diese Punkte sehen können. Schließlich hat er einen Pakt mit einem Wächter geschlossen. Hier geht nichts. Okay, Schwachpunkte. Werden Wächter zu zerstören, verlieren sie völlig die Kontrolle über ihre Kraft. Diese Kraft sammelt sich an einem bestimmten Punkt an ihrem Körper und wird dort sichtbar. Das ist ihr Schwachpunkt. Konzentriere deine Angriffe darauf. Okay. Make yourselves useful. Aber müsste ich da nicht eigentlich irgendwie... Wächter-Gnuffis tragen die Kraft der Wächter in sich und könnten es sogar mit diesen aufnehmen. Versammle mehrere dieser Gnuffis, um ihre Fähigkeiten nutzen zu können. Diese Gnuffis entstehen aus der Kraft der Wächter und erscheinen daher manchmal bei einem Wächterkampf. Versuche, so viele Wächter-Gnuffis wie möglich zu finden. Hast du die nötige Anzahl beisammen, bilden die Wächter-Gnuffis einen goldenen Kreis. Drücke wie bei den normalen Gnuffis X, um ihre Hilfe zu nutzen. Da ist noch einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, da hinten. Da ist der Schwachpunkt. Okay.
So, und da sind die Wächter genug hier. Aber die machen keinen Kreis. Da fehlt noch einer. Nö, ne? Eigentlich nicht. Komm schon, Wächter genug hieß. Ihr müsst auch mal einen Kreis bilden. Wow. Vorsichtig. Macht einen Kreis. Die machen keinen Kreis. Da kommen jetzt neue Wächter genug hieß. Vielleicht fehlen ja auch noch welche. Vorsicht. Ah. Wahrscheinlich haben noch welche gefehlt. Da. Oh. Aua, ich bin verbrutzelt. Nein, jetzt haben sie keinen Kreis mehr gemacht. Ach, ich krieg den doch wahrscheinlich so platt. Ohne die Wächter genug ist. Aber ich hätte schon gerne gesehen. Aua. Mensch, ist ja feurig hier. Ich meine, mittlerweile haben wir doch schon ganz viele Wächter-Gnuffis. Oh, und er ist schon kaputt. Ganz ohne Wächter-Gnuffis. Schade, ich hätte gerne deren Angriff gesehen. Haben wir ihn jetzt umgebracht? Oder ist er jetzt einfach wieder normal? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir haben ihn nicht umgebracht. Bitte sagt mir, dass das der Wuffelplatz ist. Puh, ein Glück, wir sind zurück. Ja, scheint, als konnten wir Fulong beruhigen. Ein paar Dinge gibt es aber noch zu klären. Was ich getan habe, kann ich nie wieder gut machen. Ich wollte aus unserem armen Land ein blühendes, wohlhabendes Reich machen. Das war mein einziges Ziel, doch irgendwann hat mich wohl die Gier übermannt. Der Mann, der das Wächterband gestohlen hat, wer war das? Tja, vor einigen Monaten ist er plötzlich aufgetaucht. Er machte einige geniale Vorschläge, wie das Land seine Profite erhöhen könnte, aber im Gegenzug wollte er, dass ich ihn zum Minister ernenne. Er war es auch, der sich den Mechanismus in den Mogelwuffeln ausgedacht hat. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich mich vollständig zu einer Marionette machen lassen. Wir haben Fulong einstweilen außer Gefecht gesetzt. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Das Wächterband ist ja weg. Fulong ist sicher für eine Weile außer Gefecht gesetzt. Aber ohne Wächterband kann ich ihn nicht kontrollieren. Früher oder später wird er wieder zu toben beginnen. Ich habe so das Gefühl, dass uns dieser Minister noch ganz, ganz großen Ärger machen wird. Und ich habe das Gefühl, dass wir mal für eine Minute die Klappe halten sollten. Sixtinius, ich möchte, dass ihr euch mit uns verbündet, um das Wächterband wiederzufinden, aber nicht nur deshalb. Ich bin Evan, ehemaliger König von Katzbuckel. Ich habe in der Stätte der Sonne einen Wächterpakt geschlossen und werde in der Melanzani-Ebene ein neues Königreich errichten. So ist das also. Ich dachte mir schon, dass du kein gewöhnlicher Junge bist. Ich habe schon so viel verloren. Ich will verhindern, dass von dieser Welt noch mehr verloren geht, aber das schaffe ich nicht allein. Ich werde dir dabei helfen, mit allem, was in meiner Macht steht. Denn es ist gut möglich, dass die anderen Wächterbänder ebenfalls in Gefahr sind. Wir haben es vielleicht mit einem Feind zu tun, dem kein Land allein gewachsen ist. Ich werde Nir seinen Wald zurückgeben und dafür sorgen, dass alles ermogelte Geld zurückgegeben wird. Ich habe Nir bereits eine Nachricht zukommen lassen. Thank you. Vielen Dank, Sixtinius.
Ich werde Goldorado wieder aufbauen, schöner als je zuvor. Evan, ich wünsche dir und deinem Reich viel Glück. Juhu! Wir haben es geschafft! So, überbringen wir die freudige Nachricht. Ja, das machen wir doch direkt. Per Schnellreise. Funkelteich. Da hatte ich ja doch recht. Der Minister sah aber auch schon sehr suspekt aus, ja? Das muss ich ja mal sagen. Dem habe ich von Anfang an nicht so wirklich getraut. Krevens. Kinders, ich bin so glücklich. Mir zieht's fast die Unterbuchs aus. Der Wald gehört wieder mir. Ihr könnt von nun an so viel Holz haben, wie ihr wollt. Versprochen ist versprochen. Thank you. Vielen Dank. Hervorragend. Damit können wir endlich den Grundstein für unser Königreich legen. Juhu! Übrigens, Nier, so ein finsterer Typ hat das Wächterband von Goldorado geklaut. Hast du davon irgendwas mitbekommen? Jenks! Donnerlütchen! Dann muss der Wächter ja außer Rand und Band gewesen sein. Oi. Ei, war ein ganz schönes Stück Arbeit, den wieder in den Griff zu bekommen. Sollte aber vorerst keinen Ärger mehr machen. So ein Wächterband zu klauen ist kein Kinderspiel. Der Mann wusste, was er tut. Habt ihr da vielleicht irgendwo so ein lila Leuchten gesehen? Ja, da war sowas außen um ihn herum. Das war Dämonenhauch. Das ist das Werk vom Dämonengott Pandemos. Pandemos? Das ist der Wächter eines Königreichs namens Demeska. Es gibt nur einen Mann auf der Welt, der Pandemos beherrschen kann. Aye. Und zwar der, der mit Pandemos den Wächterpakt geschlossen hat. König Hamna von Demeska. Das bedeutet dann wohl, dass wir nach Demeska gehen und das Wächterband zurückerobern müssen. Das ist nur leider leichter gesagt als getan. Demeska ist nämlich schon vor 2000 Jahren mitsamt seinem Kontinent Paltera wie vom Erdboden verschluckt. Golly. Der König eines Landes, das es schon seit Jahrtausenden nicht mehr gibt? Also ein Geist? Jedenfalls sehe ich ziemlich schwarz für uns, wenn er noch mehr Wächterbänder in die Finger bekommt. Dann könnte er Pandemos nämlich wieder zum Leben erwecken. Und wenn das passiert, ist hier Schicht im Schacht. Dann wird die ganze Welt in Dämonenhauch ersticken. Dann ist es so, wie Sixtinius gesagt hat. Die Wächterbänder der anderen Königreiche sind in Gefahr. Ei, was glotzt ihr mich so an? Wir können Hamna nicht einfach so weitermachen lassen. Erst recht nicht, wenn er wirklich vorhat, Pandemos wieder zu erwecken. Umso mehr Grund, uns mit dem Aufbau unseres Landes zu beeilen. Das sehe ich genauso. Trödeln wir nicht länger rum. Ei, wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Wo wir gerade dabei sind, was sagst du dazu, wenn ich euch ein bisschen zur Hand gehe? Wirklich? Ich habe da so ein Gefühl, dass ich nicht der Einzige sein werde. Hm? Hä? Was? Wie auch immer. Oh nein, die Paarzeit ist schon wieder rum. Look. I smells a smell on the wind. Not a progress. Seems the mangy dolls got tired of twiddling their thumbs. Oh my! Wo kommen die denn plötzlich alle her? Luftpiraten, Waldlinge und sogar Leute aus Katzbuckel. Die wollen sich wohl alle hier niederlassen. War schon komisch. Vorher war hier doch keine Menschenseele. Ja, ist doch gut, oder? Je mehr, desto besser. Ich habe vielleicht ein ganz klein bisschen nachgeholfen. Wer möchte in Evans neuen Königreich kommen? Was auch immer die Beweggründe, jeder ist willkommen. Als kleiner Dank für eure Hilfe mit dem Wald und so. Sehr aufmerksam von euch. Da nicht für. Allerdings habe ich mir so gedacht, vielleicht braucht ihr ja einen Finanzminister für euer Königreich. Und wenn es um Kohle, Zaster oder Barmonen geht, kennt keiner sich so gut aus wie meine Wenigkeit. Das wäre uns eine große Hilfe. Wenn Nier Finanzminister wird, dann könnte Zoran Verteidigungsminister werden. Ei, ich kümmere mich um alles, was mit Gewalt zu tun hat. Die Lache von ihm, ey.
Und da ich selbst mal ein Land regiert habe, werde ich dem König als Berater zur Seite stehen. Unser Evan ist schließlich doch noch recht grün hinter den Ohren. Nein, Roland, du kennst dich mit Politik besser aus als ich. Die Regierungsgeschäfte lege ich in deine Hände. Ich ernenne dich hiermit zum Kanzler. Oh, war meine Absicht so offensichtlich? Aber eigentlich bin ich nicht. Als König habe ich das Recht, Posten zu besetzen, wie es mir gefällt, oder etwa nicht? Der Punkt geht an dich. Also gut, dann bin ich ab jetzt Kanzler. Wenn Eure Majestät es befehlen. Thank you. Ich werde dir sehr verbunden, Roland. Du wächst immer mehr in die Krone hinein, Evan. Ich weiß selber nicht, ob mir die Krone jemals passen wird, aber ich werde nicht mehr weglaufen, nie wieder. Das habe ich jetzt beschlossen. Das bin ich euch allen schuldig und mir selbst. Hoppla, wart mal. Wir haben das Wichtigste total vergessen. Evan, du musst dir noch fix einen Namen für dein Land ausdenken, sonst wird das nichts mit der Gründung. Ich habe mir schon längst einen Namen überlegt. Ach echt? I've decided to call our kingdom Evermore. Well, what do you think? Minapolis. Das klingt nicht schlecht. Hat das eine bestimmte Bedeutung? Mina bedeutet Glück in einer antiken Sprache namens Nazca. Huh. Glück, eine gute Wahl. Okay, damit steht der Name also fest. Zeit für eine Ansprache von deinen Bürgern, vor deinen Bürgern, Hoheit. Ei. Oi! Listen up, ye magey curs. King Evan's got a rousing speech for ya. Pay attention. Huh? Hmm. Thank you all. Building our new kingdom won't be easy, but we will build it. A beautiful, bountiful kingdom where everyone can live happily ever after. Wow. I want you all to join me on this journey. The road ahead may be a long one, but at the end of it, there is hope. Klasse gemacht, du König, du. That wasn't half bad. Nice speech, Evan. Couldn't have done better myself. Sorry, wenn ich manchmal drüber lese. Aber ich weiß immer nicht, wann sie reden, wann sie eine Synchro haben und wann nicht. This is where it all begins. Here and now, our kingdom. We're with you to the bitter end, lad. Come hell or high water. Thank you, all of you. So the people who had heeded Neil's call and flocked to the Heartlands set about building their new nation. And Evermore took its first faltering steps on the road to becoming a kingdom. A kingdom where everyone could live happily ever after. Just as Arenella had wished. Or so they hoped. Ende. Nein. Someone with a brand new kingdom, you don't look very happy. So, meine Lieben, aber an dieser Stelle werde ich jetzt mal endlich einen Cut machen, denn wir haben hier schon eine halbe Stunde ungefähr. Dementsprechend wird es jetzt mal echt Zeit für einen Cut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!